So, hallo zusammen, Leute. Wie ihr wisst, hatte der kleine Ab letzte Woche ein Problem. Wir hatten hier sehr viel Feuchtigkeit im Scheinwerfer, Wasser im Scheinwerfer. Wir haben ihn aber gut abgedichtet. Wir sind jetzt 1,5, 2 Wochen her. Der ist dicht, wie man sieht, ist hier nichts drin. Wir haben ihn auch nicht getauscht. Vorsichtshalber habe ich da schon an dem Tag die LEDs, die teuren 135-Euro-Dinger ausgebaut und H4-Halogenbirnen reingebaut. Bis zu dem Zeitpunkt, bis das hier komplett trocknet. Denn ich hatte da Angst, dass mir da die Feuchtigkeit die Birnen beschädigt. Habe aber auch zugleich nach einer Alternative gesucht zu den teuren Osram-LEDs-Birnen und habe die Philips gefunden. Auch bei Amazon natürlich. Preisunterschied ist gewaltig. Ja. Die kosten 96, die 135. Aber bevor ihr sowas kauft, Leute, wichtig ist, guckt erstmal nach einem Scheinwerfer. Was für einen Scheinwerfer habe ich? Was für Birnen kommen da rein? Hier zum Beispiel bei dem kleinen, du musst bis in die Ecke da reinkommen. Haben wir einen Aufkleber, ganz links in der Ecke. Ganz links in der Ecke steht dann, ich hoffe, man kann sehen, H4. Somit wissen wir, dieser Scheinwerfer bekommt H4-Birnen. Denn es ist nicht gesagt, dass ein und dasselbe Auto immer ein und dieselben Birnen bekommt. Wir hatten auch den Fall schon bei den Polos zum Beispiel. Gleiche Polos, Baujahre ähnlich, 2 Jahre auseinander. Der eine hat da 4 Birnen, der andere hat 7 Birnen. Deswegen muss er da erstmal auf den Scheinwerfer gucken. So, das zweite ist, was ihr macht, bevor ihr die guckt. Ihr guckt erstmal, ob eure Scheinwerfer für diese Birnen von Philips zugelassen sind. Das haben wir bei den Osram auch gemacht, das müsst ihr bei den Philips genauso machen. So, und wenn ihr die dann letztendlich dann habt, dann machen wir kurz einen Scan wieder, wie beim letzten Mal. Wir scannen die Verpackung, den QR-Code. Einmal auf Philips. So, jetzt gehen wir um die Compatibility-Check. Kompatibilitätsliste. So, dann öffnet sich die. Wir suchen jetzt unser Fahrzeug wieder mal. VW. Jetzt könnt ihr hier eine Rennstrecke veranstalten, weil jetzt erklären wir noch kurz was. Jetzt suchen wir unseren ab. Also, während dieses Videodrehs sind, glaube ich, schon alle Autos, die in diesem Dorf verfügbar sind, hier vorbeigefahren. Mehr haben die hier nicht, aber die fahren hier ständig durch die Gegend. So, und da haben wir es. Model Up, Facelift, wir sind ab Baujahr 2016 und jetzt kommt das nächste Häkchen. Lampentyp H4, Zulassung, Genehmigungsnummer der Scheinwerfer E828227 und Leute, die steht wie immer hier. E8227 8228. Das ist der linke, das heißt, er hat eine Zulassung, den können wir fahren. Und auf dem rechten gucken wir das direkt auch. E8227, E8228 haben wir auch. Somit sind diese Scheinwerfer für die Birnen zulassungsfrei und genehmigt. Das heißt, wir können sie jetzt problemlos einbauen. Das tun wir jetzt auch. Diese ABG, das ist eine allgemeine Bauartgenehmigung. Die müsst ihr euch ausdrucken, mit euch führen. Ist wie eine ABE. Dass, falls euch jemand anhält und sagt, die Polizei zum Beispiel sagt, ey, die sind viel zu hell, ich will eine ABG sehen, eine Erlaubnis, dass dieses Auto mit den Birnen unterwegs sein kann, müsst ihr die dabei haben. So. Ja, dann packen wir mal die Dinge aus, ja? Philips, als erstes habt ihr schon hier den Hinweis, nicht anfassen an den LED-Teil, an den Leuchtkern sozusagen. Guck mal die Bombe, ja? Das sind die Kühlerlüfter, weil die werden ja auch sauheiß. Das sind die Kühlerlüfter und jetzt guck mal hier die Kühlerlüfter. Das ist Osram, das ist Philips. Junge, ja? Also jetzt ohne Witz, aber ein Drittel größer. Philips gibt euch 3 Jahre Garantie, habe ich hier rausgelesen. Wir können ja mal gucken. 230% helleres Licht, nicht weiteres Licht, helleres Licht. Das haben wir ja auch schon, aber bei den Osram auch. 3 Jahre Garantie haben wir. Osram gibt ein bisschen mehr, wenn du das in der Fachwerkstatt einbauen lässt. Ich glaube, wir sind 4 dann. Beziehungsweise 5. Aber egal, fangen wir mal an. Nehmen wir das Ding mal raus. So. Ist ein Oschi, ja. Ist echt riesig. Von der Länge her, zeig mal. Zeig mal von der Länge her. Na, ist okay. Von der Länge her natürlich gleich. Aber der Kühlerlüfter hier ist gigantisch. Okay, bauen wir das Ding mal ein. So baut man die ein. Wir bauen erstmal den Halter ein, sozusagen, ins Gehäuse unten. Erstmal den Halter und danach passt auf, dass der O-Ring hier nicht kaputt geht. Danach drehen wir die da rein. Mehr ist das nicht. Ah, die hält uns kurz die Birne.
Ich befestige den Halter. So, Halter ist eigentlich sehr simpel. Die zwei Pinne kommen nach unten, der kommt so rein. Und dann war es das auch mit dem Halter. Da siehst du nicht, die Kamera nimmt das auf. Mehr oder weniger, ist aber eh schwer, weil du siehst hier kaum was. Danach den Bügel noch mal kurz drauf. Also wie gesagt, ich habe es jetzt so gemacht, wie ihr es immer wollt. Zuerst die Kappe, dann die Birne da durchstecken. Tja, und jetzt ist die da drin. Ist sie eingerastet? Ich hoffe mal. Das ist eure Version. Gummikappe, dann das Teil, Lüfter draußen. Okay, alles schön und gut, aber das Teil hier ist nicht eingerastet. Denn wenn er eingerastet wäre, dann sehen wir, seht ihr diese Pinne hier? Hier ist er eingerastet, nicht wahr? Aus, ein. Dann siehst du die hier. Die siehst du nicht. Das heißt, die sind noch nicht mal da. Weil das Gummi so dick ist, kann ich dann, ich kann das nicht tiefer reinstecken, Meister. Ich kann nicht, sonst mache ich den Scheinwerfer kaputt. Siehst du, ich komme da nicht dran. Das heißt, ist mir jetzt echt egal, wie das ist. Ich mache jetzt daraus meine Version, Leute. Weil meine Version ist einfacher für euch, für das Auto und für die Birnen. Jo, guck mal. Ich stecke das Ding da durch. Und ich finde das Gummi immer noch nicht. Okay. Das ist eure Version. Wer jetzt möchte, kann hier eine halbe Stunde rumfummeln, bis ihr die Pinne sieht. Dann drehst du das und dann ist er fest. Meine Version. Wie bei den Osram-Teilen genauso. Ich werde mich dafür hassen, weil die Leute mögen es nicht, wenn man es nicht so macht, wie es steht. Meine Version. Sehr simpel. Das Teil ist da drin. Gummi. Leute, meine Version, wie gesagt, die Gummikappe ist hier, die ist ab, die Birne ist jetzt da drin, ihr seht da die grauen Pinne, jetzt ist es eingerastet und 100% fest, ohne Probleme, ohne gar nichts. Jetzt machen wir wieder mein Part, was ihr nicht so mögt, denn die Gummikappe muss ja da drauf, dann kommt sie auch da drauf. Machen wir wieder so. So Leute, seht ihr, wie einfach der Einbau dieser Osram-Birne ist. Guck mal, wie leicht man die raus, wie leicht man die da rein tun kann, ohne gleich den halben Scheinwerfer in der Hand zu haben. Sag ich mal, ich muss kurz über die Kamera gucken. So. Zack, zack, drin, fertig. Sekunde. So. Dadurch, dass der Lüfter viel kleiner ist, und jetzt haben wir die hier, und das ist jetzt ein Klotz, denn nicht nur, dass er hier viel breiter ist, auch der Lüfter ist viel größer geraten. Ich hoffe, dass es wirklich, merkt man später positiv beim Lichtstrahl. Aber wir haben echt, das ist knapp. Guck mal, den da rein zu fummeln ist gar nicht so leicht. Rein drehen, rein fummeln. Wie gesagt, ich meine, es geht auch, aber dennoch gestaltet sich viel schwieriger als bei den Osram. Egal. Die sind so groß. So, einmal rein, drehen, eingerastet. So, jetzt machen wir erstmal die Gummikappe noch nicht drauf. Ich will erstmal gucken, ob es leuchtet und ob wir eine Fehlermeldung bekommen. Das ist auch eine Sache, die wichtig ist bei dem ganzen Geschehen. Fehlermeldung ist nein. Keine. Leuchtet? Ja. Beide leuchten. Die Philips kommen mir viel heller vor. Ist schon interessant. Deswegen machen wir gleich einen Vergleich im Dunkeln, Leute. Dennoch muss ich sagen, preislich, die Dinger finde ich gut. 96 Euro, top, mit Zulassung. 135 CD, 40 Euro billiger, also Philips. Einbau gestaltet sich viel schwieriger als bei den Osram, habt ihr gerade gesehen. Durch die Größe hier des Lüfters, des Kühlerlüfters, ist der Einbau bei den Kleinen sehr schwierig, weil wir hier nicht viel Platz haben. Hier unten. Wir haben hier nicht viel Platz zu manövrieren. Es ist echt schwierig, gestaltet sich schwierig, das alles hier rauszunehmen. Ansonsten, Leute, mache ich gleich noch einen kurzen Vergleich im Dunkeln und das war's dann unsererseits. So, Leute, es dämmert ein bisschen. Wie gesagt, beim letzten Mal haben wir das Video gemacht um 1 Uhr nachts. Jetzt ist es Winterzeit. Wir haben 17.23 Uhr. Das reicht dann schon fast. Ich drehe euch kurz mal die Kamera um.
So sieht es aus, wenn wir im Auto sitzen im Dunkeln. Und wie ihr seht, ist die Straße mega hell beleuchtet. Und darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass der Strahl bis auf 15 Kilometer weitergeht, sondern sie soll die Straße hell erleuchten. Und ich bin extra hier stehen geblieben, denn wir haben da vorne ein Schlagloch. Und ich garantiere euch, mit einer Halogenbirne würdest du dieses Schlagloch und auch die Steinchen, die da liegen, die kleinen, würdest du nicht sehen können. Und darum geht es hier. Deswegen spreche ich für beide Hersteller eine gute Empfehlung aus. Philips und Osram, beides gut. Wir verwenden Osram. Klar, wir haben sie schon gekauft, die sind schon hier drin. Die Philips habe ich jetzt auch gekauft. Die lege ich mir zur Reserve. Sollte mal Osram eine auswählen, dann baue ich die Philips-Birnen ein. Zur Sicherheit kann ich sie wirklich nur empfehlen. Es ist, die Straße wird richtig hell, aber es geht nicht nur darum. Man sieht wirklich alle Hindernisse viel genauer, viel deutlicher. Und darum geht es ja. Wir gehen noch mal kurz aus dem Auto. Ich zeige euch mal, ob wir den Unterschied außen erkennen können. Das denke ich aber nicht. Also wenn man jetzt so stehen würde, würde man sagen, beide leuchten gleich. Wenn ich mich jetzt ein bisschen auf die Zehenspitzen stelle, würde ich sagen, die Philips-Birne, diese da, leuchtet ein bisschen heller, aber da trügt der Schein. Denn wie gesagt, die darf nicht viel heller leuchten, sonst hätte sie ja gar keine Zulassung mehr. Aber so ist das perfekt. Und somit, Leute, meinerseits, wie gesagt, ich beende das Video hier. Wir haben euch beide Modelle gezeigt, wie man sie einbaut. Ihr könnt sie einbauen, wie ihr wollt. Mein System ist halt mein System. Muss nicht jedem gefallen. Bleibt ja euch überlassen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.